Hier möchte ich Ihnen einmal kurz zeigen, was jetzt Pläne und Ressourcen sind. Ich habe mir jetzt also den ersten Kurs erstellt und gehe in diesen hinein. Ich lande immer bei der Übersicht, da sind wir jetzt auch gerade drin. Da sieht man bei mir schon, dass ich da was reingeschrieben habe. Das können die Schüler lesen. Und direkt neben der Übersicht ist eben Pläne und Ressourcen. Die Frage ist jetzt einmal, was ist denn was und was benutze ich wofür? Da gibt es so ein paar verschiedene Möglichkeiten, das zu nutzen. Generell kann man sagen, dass Ressourcen auf jeden Fall der Teil sind, in dem ich eben diese Ordner strukturiert habe. Man sieht hier auch links, die kann ich mir selber anlegen. Das heißt, ich erstelle eigene Ordner, lege in die Ordner entweder Dateien von mir ab, die ich auf meinem Computer habe, oder lege darin erstelltes Material ab, was ich hier in It's Learning erstellt habe und habe so eine schöne Übersicht. Einmal natürlich für mich selber oder, das wäre jetzt schon die erste Variante, ich kann auch theoretisch Schüler mit meiner Ordnerstruktur arbeiten lassen. Würde ich wahrscheinlich eher mit älteren Schülern machen und denen dann sagen, okay, ihr geht in den und den Ordner rein, man kann ja mit denen festlegen, welcher Ordner der ist, in dem ich für die Schüler zum Beispiel immer Aufgaben hinterlege. Und dann können theoretisch die Schüler in meinen Kurs gehen, hier in die Ressourcen, das heißt in diese Ordnerstruktur und entsprechend in dem Ordner, den ich so benenne, Aufgaben bearbeiten. Man sieht hier links bei mir, es sind manche Ordner auch kursiv. Das sind dann die Ordner, die nicht sichtbar sind. Die habe ich mir erstellt und habe sie quasi auf inaktiv gesetzt, sodass die Schüler die nicht sehen, sondern das sind meine. Also ich könnte mir natürlich dann auch einen Ordner erstellen, der dann, keine Ahnung, privat heißt und in dem vielleicht für mich eher so eine Sammlung anlegen. Alles andere können die Schüler auch sehen, das darf man auch nicht vergessen. So, das wäre die eine Sache, mit der ich arbeiten kann. Pläne ist quasi auch Nutzung von meinem Material, was ich jetzt hier in Ressourcen zum Beispiel als Ordnerstruktur abgelegt habe. In Pläne kann ich das für die Schüler noch ein bisschen strukturierter und hübscher darstellen. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel einmal schon einen Plan erstellt. Man würde hier Thema hinzufügen drücken und hätte jetzt mein Thema, hier das erste, Talking about the past. Und dann würde ich einen Plan erstellen, das heißt, ich mache mir Gedanken, was sollen die Schüler denn abarbeiten und dann können die sich quasi hier so von oben nach unten abarbeiten. Ist ein bisschen übersichtlicher und wie gesagt, nur die Ressourcennutzung würde ich wahrscheinlich eher für ältere Schüler machen. Ansonsten kann man hier sagen, hier gehen die Schüler rein und sehen, okay, ich muss mich von oben nach unten abarbeiten und hier auf der rechten Seite, ich habe die Kategorien hier oben umbenannt, die kann man selber benennen und ich habe die eben jetzt für den Englischunterricht schon benannt, Material to work with, und auf dieser Seite hier würden die Schüler dann ihre Aufgaben finden, seien das Ordner, seien das Ressourcen aus It's Learning, sind das einfach Word-Dokumente oder einfach nur von ihnen ein kleiner Text, in dem sie schreiben, was zu tun ist, das kann man alles hier hinten rein. Und all die Dinge, die ich hier auf der rechten Seite in Pläne habe, die finden sich auch in meinen Ressourcen wieder. Denn in den Ressourcen ist genau das hier hinten drin. Das heißt, es geht so ein bisschen zusammen. Die Pläne und die Ressourcen gehen schon miteinander her. Ich kann mich nur entscheiden, möchte ich mit den Schülern vereinbaren, dass die Schüler in die Pläne gehen und ich ihnen das hier schön strukturiert aufzeige, sie das abarbeiten können, indem ich hinten hier auf der rechten Seite das Material habe. Vorne schreibe ich rein, worum es geht. Ich kann auch ein Datum hinzufügen, das heißt den Schülern klar machen, okay, in der und der Woche müsst ihr die hinteren Aufgaben erledigt haben. Ich kann das auch umbenennen. Ich habe das hier jetzt Grammar und Skills genannt. Dann sehen die Schüler, um was es geht. Das kann man natürlich je nach Fach auch anders benennen. Und ja, das ist der Zusammenhang zwischen Plänen und Ressourcen. Wir merken uns also Ressourcen, jegliches Material. Ich kann eine schöne Übersicht machen durch die Ordnerstruktur. Ich nutze die Pläne, wenn ich den Schülern übersichtlich was vorbereiten möchte, dass sie abarbeiten.